Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Bibelgeschichte sind wir wieder im Alten Testament. Dafür müssen wir ganz, ganz weit zurückreisen. Ja, sogar, nicht so weit wie zu Noah, sondern ein bisschen weiter in der Bibel. Wir sind jetzt im zweiten Buch Mose. Da geht es nämlich ganz genau um diesen Mose. Und ich habe wieder jemanden mitgebracht, der euch davon erzählt. Vielleicht kennt ihr diese Person auch schon. Aber um uns jetzt richtig einzustimmen darauf, dass wir jetzt eine Bibelgeschichte hören, zünden wir wieder gemeinsam unsere kleine Kerze an. Wenn du magst, kannst du das jetzt mit deinen Eltern machen. Ich mache das jetzt hier bei mir. So. Ich stelle die kleine Kerze wieder hier hinten hin, so dass sie für uns beide im Bild ist. Und jetzt switchen wir mal rüber zu der Person, die euch jetzt die Geschichte erzählt. Danke, Sarah, für diese hervorragende Überleitung. Wirklich sehr nett. Ja, hallo, also ich bin Schnecki. Vielleicht kennt ihr mich schon. Aber ansonsten ist zu mir zu sagen, ich bin wirklich sehr alt. Also man sieht es mir nicht an, aber es ist so. Ich bin alt, alt, alt. Okay, aber das ist auch gut, weil sonst könnte ich euch die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, nicht erzählen. Denn diese Geschichte ist nach der Geschichte von Noah passiert. Und zwar geht es heute um Mose, ein kleines Baby, das in Ägypten gelebt hat. Also, dieser Mose ist ein Israelit. Das ist ein Mensch oder ein Volk, das von Gott sehr geliebt wird. Aber der Pharao in Ägypten, das ist der König da, der fand das gar nicht so lustig, weil er andere Götter hatte als die Israeliten. Und er unbedingt wollte, dass alle an seine Götter glauben. Aber die Israeliten, also Mose und seine Familie, haben das nicht gemacht. Und ich war ein bisschen da, um die zu supporten, weil ich wusste ja, wie gut Gott ist. Und deswegen war ich da. Und die Mama von Mose, die hat den Mose also bekommen. Und sie fand ihn so toll, dass sie ihn nicht abgeben wollte. Aber damals hatte der Pharao gesagt, alle männlichen Kinder, also alle Jungs, vielleicht du oder du, alle Jungs müssen getötet werden. Das war ganz schlimm. Und ja, da hat die Mama nicht mitgemacht. Die hat den Mose nämlich versteckt. Aber irgendwann konnte sie ihn nicht mehr verstecken. Da war er zu groß. Und alle, die ihn kannten und wussten halt, wo er ist. Und er war immer sehr laut. Er hat viel geschrien. Also ich habe ja mein Bestes gegeben. Ich habe dem Kleinen Witze erzählt, damit er lacht. Oder Lieder vorgesungen, damit er einschläft. Aber es hat alles nicht funktioniert. Und dann hat die Mama einen Korb geflochten, einen Binsenkorb. Kannst ja mal deine Mama fragen, ob die weiß, was das ist. Und dann hat sie Mose da reingelegt und ich bin da mit reingekrabbelt. Und dann hat sie uns auf einen großen Fluss getan, aber nicht einfach in die Mitte, sondern in ein Schilfbeet. Also das sind so ganz lange Rohre, mit denen man damals gearbeitet hat. Und dann lag Mose da und ich habe mein Bestes gegeben, aber er hat nur geschrien. Und irgendwann wurden wir da rausgeholt. Ich dachte schon, dass Moses Mama Mitleid hatte und uns wiederholt. Aber nein, da war eine Ägypterin. Also sogar die Tochter von dem König. Ich hatte ganz schön Angst.
kannst du mir glauben, so richtig so, und wollte mich verkriechen in mein Haus. Aber ich musste ja auf Mose aufpassen. Also war ich tapfer. Und diese Ägypterin hat Mose total lieb gehabt und gesagt, ich möchte dich großziehen, aber du bist noch so klein, du musst noch gestillt werden. Also bei der Mama sein am besten. Und dann hat sie eine Frau gefunden, die gerade noch gestillt hat, also Mose auch ernähren kann. Das war ganz lustig, weil das war nämlich Moses Mama. So waren die beiden wieder vereint. Und so konnte Mose wachsen. Und erst mit 3 Jahren, also 1, 2, 3 Jahren, ist er dann zu der Ägypterin gegangen, also in den Königspalast. Wow! Und da ist er dann weiter aufgewachsen. Aber davon hören wir vielleicht ein andermal mehr. Und wieder zurück zu Sarah. Vielen Dank, Schnecki, für die coole Geschichte. Also Mose ist ein ganz kleines Kind und doch hat er schon so viel spannende Sachen erlebt. Hast du als Baby auch viel erlebt? Vielleicht kannst du mal deine Eltern fragen, ob sie dir davon was erzählen. Ich habe als Kind ganz viele coole Sachen erlebt, die meine Eltern für mich aufgeschrieben haben. Vielleicht haben deine Eltern das ja auch gemacht. Ich bin total gespannt darauf, was das nächste Mal passiert, wenn Schnecki uns wieder was erzählt. Aber bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie und deinen Geschwistern und Freunden, dass ihr viel Spaß habt mit dem, was ihr hier macht. Vielleicht hast du wieder eine neue Bastelidee bekommen, die du mir gerne schicken möchtest. Dann kannst du das an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de schicken oder einen Brief mit einem Foto, wo du vielleicht ein Körbchen selber gebastelt hast, an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle mit der YouTube-Aktion in die Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle schicken. Ich würde mich freuen, von dir und deinen Ideen zu dieser Geschichte zu hören. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du die Kerze wieder auszündest, denn unsere gemeinsame Zeit mit der Bibelgeschichte ist für diese Woche wieder vorbei. Tschüss, bis nächste Woche.